So, neuer Shop ist gleich da und es wird dann auch der erste Season 4 Shop sein. Knappe 5 Sekunden noch mal gucken, was da jetzt so reinkommt. Ich bin mal gespannt und schreibt auch gerne mal rein, wie ihr die neue Season bis jetzt findet. Ich muss sagen, die Season ist an sich schon interessant. Ich habe aber noch nicht so viel gespielt. Ich werde auf jeden Fall jetzt mal die Tage gucken, wie das Ganze so wird. Aber an sich sieht schon mal ganz gut aus. Und wir gucken mal, was wir dann heute am Start haben. Da haben wir Osaka noch geblieben, die Huber-Sachen ebenfalls. Und das war's hier unten auch schon. Also ich denke mal, relativ wenig am Start. Oh, Team Ursprünge Paket nochmal zurück. Okay, die Skins hier auch nochmal. Tägliche Sachen, Dreamer immer noch geblieben. Die bleibt ja echt lange. Da drüben die Sachen sehen aber alle jetzt nicht so besonders aus. Okay, dann ganz oben das ewige Sandepaket. Kann man schnell mal zeigen. Sandsturm und der Chimitar mit den Flugspuren und Lackierung. Sollte wohl auch nur so ein, zwei Monate her sein. Etheria mit Rückenaccessoire und Hacke ebenfalls, glaube ich, nur so ein, zwei Monate her. Sonnensoldatenpaket ist ja auch gefühlt jede Woche irgendwie einmal da. Das ist dann auch nochmal komplett zurück. Gibt es auch nochmal einzeln daneben. Dann gibt es die Dreamer, wie gesagt. Die ist noch ein bisschen geblieben. Wahrscheinlich wird die aber auch bald weg sein. Gehe ich mal stark von aus. Sternenglühen auch nochmal zurück. Okay, Dschungelspeerin. Dann gibt es die Spektralhacke, die auch schon uralt ist. Und dann gibt es noch Aufholen als Emote. Ansonsten Fackelwirbel. Und Dance Monkey. Die Musik ist natürlich sehr, sehr nice gewesen. Und es gibt die Dreamer. Okay, die hatten wir schon. Okay, gehen wir schnell die Team-Ursprünge durch. Das sind ja, glaube ich, die Skins gewesen mit den alten Seasons drauf. Ja, Kapitel 1, Season 1, Season 3, Season 4, 5 und so weiter. Hier sieht man dann so gesehen die ganz alten Skins vom Battle Pass, sage ich mal. Hier sieht man diesen Bananenskin. Da weiß ich gerade gar nicht, was es gab. Season 2 war hier dieser Ritter-Skin, dieser Ritter-Look. Und das gibt es dann hier halt auf den Skins drauf. Das war ganz nice gemacht. Hier gibt es dann insgesamt 5 Skins von unten. Ladebildschirm gibt es auch noch in männlich. Auch die 5 Skins mit Ladebildschirm. Okay, und hier noch die ganzen Rückenaccessoires und so weiter. Hier kann man dann auch einstellen, aus welcher Season man das haben wollte. Ich kann es aber gerade leider nicht sehen, weil man diese Vorschau hier nicht mehr sehen kann. Das ist irgendwie blöd gemacht. Okay, die Sachen einzeln, wie gesagt, daneben. Naomi Osaka und Ruhr geblieben. Ob was selten ist, hier ist, glaube ich, zwar nicht, aber ich gucke mal schnell nach. Ich konnte es mir eigentlich auch schon denken. Alle Sachen einen Monat her. Ist ehrlich gesagt jetzt auch nicht so besonders der Shop, dafür, dass der erste Season 4 Shop ist. Naja, egal, kann man verkraften. Schreibt, wie gesagt, auch gerne mal rein, wie ihr die Season bis jetzt findet. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dabei auch schon im nächsten Video.